ist ja im Spiel ein bisschen leiser. Was muss doch? Sonst haben wir ein echtes Problem. Dein Leben irgendwo in deinem Kopf zu leben, ist nichts anderes als... Ach, Mist. Muss halt mal schauen, wenn du drinnen bist, Option oder so etwas, ob du was hast. Was? Erstes Kapitel, Alltag. Wieder ein kleines Spiel, wo ich kein Hauptmenü habe zum leise machen. Was haben wir hier? Uhr. Aber schau mal, im Spiel ist es jetzt leiser. Ja, zum Glück. Kann ich. Oh. Oh. Kann ich nochmal annehmen? Nein. Okay. Oh. Warum nicht? Hat aber auch was. So die verschiedenen Farben. Fehlt nur noch irgendwie so etwas. Wenn nur noch irgendwie eine kleine Figur oder so drauf war. Hm. Kann ich mich hinsetzen? Nein. No. Ist hier was drin? Nee. Auch nichts drin. Genau, Punkt drauf. Stift. Aktion. Licht. Kann ich hin? Nein, ich will ihn ausschalten, will ich dich nicht. Oh, Hühnchen. Oh, das Hühnchen würde doch gut auf den Pink passen. Jo, kann ich. Schau mal die Vase an, die hat dasselbe Look. Also die, der, die, ja, das mag wohl. Pink. Pink, schicklich Farbmuster. Pink, rot. Lass deine Wut freien Lauf. Das ist Kunst. Nix drin. Gerade frisch eingezogen, muss erst neue Sachen kaufen. Aber sowas von. Nicht immer Klamotten, ne? Das würde mich belassen, wenn ich keine Klamotten hätte. Die Tür scheint verlassen zu sein. Hier muss irgendwo ein Schlüssel rumliegen. Toll. Was? Ja. Und was, welcher ist es? Immer ich. Falscher Schlüssel. Falscher Schlüssel. Oh. Alle Rücken durch. So machen? Hey, aber schau, sie sind wenigstens jetzt schon gleich gespawnt. Alter. Falscher Schlüssel. Falsch. Ist das wirklich so schwer? Ja. Wenn man mir 3 Millionen Schlüssel vom Latz legt, dann muss ich einfach den richtigen finden. Können die auch mal wieder despawnen jetzt die Schrift? Ich will was sehen. Kann ich die Vase hochheben? Nö. Ah, warte. Falscher Schlüssel. Oh Gott, Trophäe. Und ich hasse dich. Ja, warum hast du mich? Ich habe gar nichts gemacht. Falsch. Falsch. Dinge an der Wand können auch bewegt werden. Ihr, warum wird mir das jetzt angezeigt? Richtiger Schlüssel. Yay! Alltag. Zweites Kapitel. Die Leere. Party. Hui. Hui. Geschenke öffnen. Du kannst große Geschenke noch nicht öffnen. Und kleine Geschenke? Was haben wir denn hier? Augenbinde tragen. Nein, du Dummkopf, du musst erst den Eselschwanz basteln. Ich will lieber mit dem Ballons. Hui. Guck nicht so traurig, das ist eine Party. Oh, du hast eine Reißzwecke gefunden. Oh, no. Kann ich eigentlich dunkel machen? Nö, nicht so. Warum machen wir das klar? Kannst du den Kuchen? Geschenk öffnen, was haben wir hier? Den Eselschwanz.
Aufheben. Ja, eben drauf. Moment. Jetzt die Augenbinde. Oh, ich sehe nichts. Peace. Was hast du getan? Ich habe gespielt. Ein typisches Partyspiel. Für Kinder. Immer werde ich böse. Immer werde ich böse angemacht. Ich habe doch nur gespielt. Ich wollte doch nur ein bisschen Spaß haben. Ich bin ja aber ganz offen, ja? Hui. 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 Aber das sah jetzt gerade kübel aus, als es mir in den Gesicht kam. Kerzen auspusten. Dunkel. Was? Jetzt kann ich das große Geschenk öffnen. Schlüssel. Nee. Ich bin ein einsames Kind. Keine Freunde. Alleine Party feiern. Die Leere. I like the way. Ich mag den Regen. Es ist schwach, das Meer. Es ist gestört. Ich glaube, wir werden verfolgt. Wahrscheinlich unsere innerliche Leere. Komm rein, mach's dir gemütlich. Okay. Ist lieber nicht. Oh nö. Ist das hier irgendwas auf dem Boden drin? Verdammt. Mist, ich wollte mir doch noch umgucken. Och, verdammte Kacke. Kann ich dich? Oh nein. Ich kann dich nicht zum Lächeln bringen. Hey, ich gehe lieber zu dir. Du lächelst. Bin zu fett. Da ist hier kein drin. Mama, her, aber jammer. Ach, Schlüssel. Wo finde ich einen Schlüssel? Aber komme ich jetzt hier wieder raus? Oh. Okay, ich bleibe hier. Ich werde mich noch ein bisschen. Oh. Vielleicht werde ich schon gucken irgendwo unten. Da hier draußen ist eine Tür. Ich will gucken. Ich will hüpfen. Oh. Da spielt einer. Kann ich rauf? Mist. Kann ich da rauf? Oh Mann. Das scheint Geschwister zu sein. Oder halt zumindest zwei Kinder. Oder Mami und Töchterchen. Oder die Eltern? Da draußen wird es dir nicht gefallen. Warum soll es mir denn da nicht gefallen? Aber leider muss ich gehen. Komfortzone, Coupled Feel, Paranoia. Was ist los mit mir? Mit dir. Mit dir. Hey? Ja. Man kann sagen, das ist heutzutage wirklich die Gesellschaft. Leider war. Du bist echt jämmerlich. Weißt du das?
Warum? Weil ich nicht am Handy sitze und die Welt um mich herum vergesse? Soll ich dir die Hand halten? Kann ich irgendwie irgendwo rein? Geht er immer noch? Der kommt näher. Das gefällt mir nicht mit dem da. Moment, wo gehst du? Ja, ich will hier weg. Ach man. Sperrzone. Pfeil. Und das von da. Oder erst runter, dann Pfeil. Aber ich jetzt mal nicht, wa? Und dann machen wir eigentlich nur links und rechts und geradeaus. Die Verkehrsschilder. Was mache ich jetzt? So. Und dann ist es wirklich hin. Du? Zumindest kann ich unter Wasser atmen. Und? Oh. Und schwimmen. Und schwimmen. Fünftes Kapitel. Ich ertrinke. Du warst ja auch gerade unter Wasser. Geh nicht an das rote Licht. Oder geh doch, ist mir egal. Warum? Entscheide dich. Bewegung erfasst, Alarmsystem aktiviert. Lass mich wenigstens in Ruhe gucken, Mann. Sender wechseln. Du brauchst zwei Batterien. Ah, okay. Dann suchen wir mal die Batterien in der Hoffnung. Uns erwischt das rote Licht nicht. Zeitung. Und dann bleibst du da stehen. Hä? Passwort eingeben. Ja, wow. Dann, was war das? Hier scheint keine Batterie zu liegen. Vielleicht an den Bilderrahmen? Auf den Bilderrahmen. Da an den Bildern wieder. Ah!
war gar nicht. Kleiner Zeh war. Ha, Batterie. Und erstmal kurz hier weg. Der leuchtet so komisch da, als könnte man. Kissen? Kissen kann ich nicht bewegen. Das okay. Hier hinten vielleicht. Bin ich safe? Bin ich safe? Nein, ich bin nicht safe. Wahrscheinlich so die roten Lichter so in der Art, überall wird man beobachtet oder so. Kann ich das drehen? Dieses Licht scheint jetzt verfallen. Woher kommt das? Ach, da! Mach doch einfach auf. Nicht das da. Das da. Das da. Ach, du erkennst es, wenn du interagieren kannst, wenn ein kleiner weißer Punkt in dem Kreis ist. Okay. Dann geh mal nochmal zu der. Weil hier in der Mitte war ja die Batterie. Kann ich mich ducken? Jetzt taucht der kleine Punkt auf. Siehst du das? Hast du das gesehen? Ich komme weg. Was ist das? Ach, das sind. Kann ich das Zettel ziehen? Nö. Warum muss er denn noch die Batterie sein? Nix. Hä? Da steht was auf einmal. Kann ich atmen? Was? Ich ertrinke, kann nicht atmen. Ha, das ist die Batterie. Was ist denn da oben? Okay. Kann ich trinken? Kann ich atmen, okay. Immer du. Warte, wo kommt das Ding? Von hier aus. Immer. Weil man mit dem Du. Dann hör halt nicht auf mich. Fünfte Trophäe. Kapitel. Weil zumindest wir wissen jetzt, wo die ganzen. Wir wissen jetzt irgendwie, wo die ganzen Batterien sind. Und dann können wir mal gucken, ob wir das lesen können. Aber. Kannst du mal wieder zurückwandern, dann können wir das Schöne lesen. Da, so ist. Ich dachte, es ist. Sagen wir, kann sein. Immer du unsichtbar in deiner Welt, in der Schatten der Feinde. 0834. Lampe. Nein! Alter! 4. Richtiges Passwort. Nein. Du gemeines Monster. Untergang. Sechstes Kapitel. Monster. Diesmal bist du. So weit gegangen. Es gibt kein Zurück.
mal. Wollen wir Freunde sein? Hey, ich will mit dir Freunde sein. Was machst du? Tut mir leid, das war keine Absicht. Ich will das nicht. Können wir nicht Freunde sein? Sag den auch Ventiler, oder? Was? Nein, bleib mit Monster. Als Trophäe erhalten. Oh nein. Tust du das? Was? Wenn ich das? In der Stille kannst du es hören, beinahe höre. Ohren betäubt, wenn du dich versteckst, kann es dir vielleicht nichts tun. Vielleicht. Wenn du es erschaffen hast, warum kannst du es dann nicht zerstören? Es will, dass du vergisst. Vergisst, dass du mutig bist und mit dem Monster leben kannst. Vergisst, dass du stark bist, weil du sein Gewicht trägst. Vergiss, dass es dich zu dem machen kann.